bin schneller als du, weil ich diesen diese Dosensuppe gerade gesüffelt habe. Guck mal, ich überhol dich. Da. Ich habe schon 3 Zahlen eingegeben. Es fehlt nur noch die letzte, die grüne. Ja. Ja, dann kommen wir hier durch. Ja, dann lass zusammen suchen. Ja. Dein Anzug schwabbelt auch. Warte, bleib mal stehen, bleib und guck mal, mich warte, mal, warte, an. Mal. Guck dir mal meinen Anzug an, schwabbelt der. Ja, weiß ich, bleib doch mal kurz stehen. Ich weiß nicht, ob du es zeigen. Was? Oh. Oh. Ja. Dem droppt da was. Ja, ich bin der Supermarkt. Ich hab noch Granola, Kaugummi, Kaffee, Orangensaft und Mandelwasser. Mein Zustand ist normal. Trink die trotzdem, dann bist du schneller und hast mehr Ausdauer. Optimal. Oh, hey, was? Ist ja richtig lächerlich. Warum bist du jetzt hier links gegangen, Digga? Geh du mal da hinten geradeaus und ich geh hier geradeaus. Wir könnten auch einfach die 9 Ziffern durchprobieren, die es sein könnten, aber nein. Ja, dann lass doch machen. Nein, nein, nein. Warum nicht? Nein, weil wir es jetzt gescheit machen. Ne, ich probiere den jetzt. Ja, voll. Du weißt ja die ersten Ziffern nicht mehr. 0, 2, 3. Das ist falsch. Dann ist es 0, 3, 2. Mir doch egal. Bestell jetzt mein Keyboard nicht. Elves. Wenn du die findest, dann warte bitte, dass wir beide vor diesem Keypad stehen. Es ist hier viel zu entspannt gerade. Das ist das, was mich so verwirrt. Ich hab Warum sie. Will uns niemand töten? Ich hab sie. Echt? Ja. Was ist es? Es geht dich einen Scheißdreck an, bin ich ehrlich. Jetzt sag, was es ist. Dir vertraue ich kein bisschen mehr. Ja, komm jetzt. Wir gehen ja jetzt wieder zur Tür. Wir treffen uns da und dann gehen wir sie ein. Ich habe sie gefunden. Ich gebe sie ein. Wenn du mit dabei bist. Komm hier. Hier, hier, hier. Er wartet auf mich. Ja. Hey. Warte auf mich. Warte auf mich, mein Pionier. Am Ende machen wir diese Tür auf und da kommt irgendein Pisser raus. Und wir müssen nochmal komplett hier durchrennen. Das Regen. Der das Regen, Regen sieht ist richtig schön. Ja. Das Regenfenster sieht schön aus. Hab ich auch eine 1 auf dem Rücken? Guck mal. Das ist eine 0-0. Eine 0-0? Bleib mal stehen. Warte, warte, warte. Achso. Warum? Warte, 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 warte. Warte. Warte, bleib stehen. Nicht bewegen, bleib stehen. Warte. 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 Du hast da was. Ja, Wie interagiert man damit einfach? Einfach drücken, ja. 3 war's. Es war falsch? Nee. Nein, es war nicht falsch. Ich glaube, wir müssen es einfach normal machen. Also wir machen 0, was noch? Dann 3 und 2? 3, 2. Hast du gerade nochmal drauf gedrückt? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich guck nur. 0, 3, 2. Das ist falsch. Er will es nicht. Ja, aber ich schwöre 0233? Nein. Nee, das will er nicht. Er will 3 und 2. Aber die grüne war 3. Ich schwör's dir, dass die grüne 3 war. Oder haben wir die erste Zahl? Nee, ist ja auch schwarz. Nee, weiß habe ich gerade nochmal gefunden. Nein. Aber die hellblaue haben wir die vielleicht? Nee, kann ja nicht. Die muss ja auch 3 sein. Vielleicht hast du die 3 mit der 9 verwechselt? Nee. Bist du besoffen? Jetzt testest du, oder was? Ja, siehst du doch. Es ist nichts. Warte mal. Hör mal auf. Warte, 0, 2, 3, 3, will er nicht. Okay, dann machen wir 0, 3, 2, will er nicht. Hä? Sind die dumm? Ich kann es dir auch zeigen.
Also weiß ist garantiert 0. Ja. Grün war garantiert... Weiß ich nicht, das hast du gefunden. Grün habe ich gesehen, war garantiert 3. Dann haben wir auf jeden Fall mal eine 2 gefunden. Und ich hätte auch gedacht, nochmal eine 3. Das erste war eine 3 aber im ersten Bildschirm. Wenn nicht, aber selbst wenn nicht, dann ist es ja 0, 3, 2 und die 8. Nein. Hey, es macht halt gar keinen Sinn. Und wenn ich 0, 2, 3 probiere... Hä, hey, die können mich ja mal richtig dick, Alter. Du hast alles mit 0, 3, 2 ausprobiert, oder? Ich glaube schon, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nichts wird. Cool. Also gehen wir nochmal. Ich denke, wir gehen nochmal, aber ich kann dir auch zeigen, Null ist grün garantiert ist, weiß, 100 pro. Ja, und grün ist zu 1 Milliarde Prozent 3 und gelb war 2. Hm. Angetäuscht. Ich trinke jetzt einen O-Saft. Ich hab keine mehr. Gehen wir hier längs. Dann bin ich hier hinten durch das Büro. Ich glaube, da ganz hinten bin ich durch. War das hier? Oh, fuck my life, warte. Und dann soll man diesen Scheiß auch nochmal wiederfinden, warte. Vielleicht was da hinten. So extrem weit bin ich gar nicht gelaufen. Kann auch sein, dass es hier oben war. Also es war schon ein Stückchen, aber es war nicht so extrem. Also hier, hier war irgendwo weiß und weiß war... Nee, hier muss ich nicht hin. Warte, hier ist noch ein Zelt, das ist ein anderes. Nee, das kann gar nicht, Digga, das muss da hinten sein. Ah, hier, bei mir. Nee, guck mal, das ist doch grün, oder nicht? Sag mir, was du willst, auch der Boden ist grün. Da, 3. Das ist das allererste, was wir gefunden haben. Dann hatten wir blau nie gefunden, Digga. Ja, wow. Dann können wir ja mit blau rumtesten, oder du gehst jetzt nach links und suchst sie. Nee, lass ausprobieren. Wenn es nur eine Ziffer ist, können wir mal probieren. Fuck, wie kommen wir zurück? Hier hoch. Aha. Das ist jetzt hier die Frage, wie wir jetzt hier wieder Aster können, ne? Red noch einmal so, ne? Was? Und ich ordere deine Kastration an, Alter. Die führt dann Professor Dr. Med Seifenbach durch. Ja, mir hat's gehaut. Falsche Richtung, wir müssen hier vorne. Oder auch nicht, weiß. Falsche Richtung? Da müssen wir... Oh, falsche Richtung? Ach, guck mal, hier ist die Null, Digga. Crazy. Ja. Das heißt, wir sind aber auch nah am Exit. Warte, rechts jetzt. Warte, hier rechts und dann wieder links. Vor dem Zelt. Ja, dann ist das Zelt. Die Wegfindung also einfach eines Hamsters. Ein Hamster, glaube ich, hat der eine Wegfindung? Schon eine gute, ne? Die machen ja diese ganzen Tunnel-Experimente. Naja, vom Kackihäufchen ins Hamsterrad. Siehst du? Du, da war grün? 2. Das ist auch nochmal bestätigt? Ja, es ist 2, Digga. Blau ist 2. Okay. Jetzt haben wir doch alle, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Das war grün. Das war doch nicht grün gerade, Digga. Das war blau, Junge. Das heißt, gelb war die ganze Zeit falsch. Oder verändern die sich? Imagine. Das wäre halt assi, ja. Wissen wir überhaupt, wo wir hinlaufen? Ich hab das Gefühl, wir laufen im Kreis. Da hinten kommen wir her, das ist unser Entrance. Das ist unser Entrance? Ja.
Das ist aber ungut. Das ist sehr ungut. Das heißt, wir laufen legit im Kreis. Irgendwie, irgendwo. Negativ. Wo ist denn... Hier ist aber das Zelt, Digga. Nee, das ist heißt... das falsche Zelt. Das bräuchte das Zelt. Ah, shoot. Ohne Kochtöpfe. Mit den ja, Pfannen, ne? Mit den Pfannen. Ich glaube, wir sind am Anfang entweder gerade oder nach links. Höh. Ich glaube, wir sind geradeaus. Genau. Ja, du. Dann... irgendwas schliert bei mir hinten im Bildschirm. Wie schlieren? Da ist so was Gelbes, was so... Ach, das kann ich sein. Wenn du auf ein bisschen Distanz bist, dann ist es wegen der Auflösungsskalierung, glaube ich. Siehst du das? Nicht das? Nee, das, aber das kommt dann überall irgendwie, I don't know. Das bin einfach ich, das habe ich auch. So, jetzt hier hinten die Tür, links. Und dann sind wir richtig, das ist es jetzt wieder. Und dann, hä? Ja. Okay, doch. Ich lauf zur Tür. Neu. Alter. Du wärst schon wieder falsch gelaufen, Digga. Ich wäre wieder umgedreht. Ich habe das voll vergessen, dass es rechts im Eck ist. Also, wir haben Gelb nicht gefunden. Sind wir uns da jetzt einig? Wir haben jetzt 0 ja. Testen und dann haben wir 2, 3. Mhm. Ja, dann hau rein. Und ich denke nicht, dass sich eine Zahl wiederholt. Nee, nee. Ich probiere, wenn es okay ist. Mach doch, mir egal. Hast ja sonst 0. auch nichts gemacht in dem scheiß Game. Wie? Hast du gerade was gedrückt? 0. Niemals auf First Try! Woher kommst du? Okay, Sicherung. Oh nein. Oh. Was hast du getan? Warte mal. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Warte mal. Ich höre Bass. Ich auch. Es wird dunkel. Oh mein Gott, ich glaube, wir hätten schon rennen sollen. Lauf! Nee, das war. Hä? Oh. War gar nichts! Also entweder stürzt gerade mein PC ab oder irgendwas Cooles passiert. Bei mir bootet gerade ein ganz komisches Windows, Alter. Das ist die Nordkorea-Version. Bei mir bootet Lida. Von 1989. What? Tippe Y right, für Ja oder N für Nein. Ja, Y. Was für Steuerung? Rein. Warte, was? Oh, fuck. Bitte beachte die folgenden Steuerungselemente für die Bedienung des LiDAR-Scanners. Linksklick führe einen Spot-Scan durch. Rechtsklick führe einen vollständigen Scan durch. Mausrad kontrolliert die Größe des Scans. Okay, Y? Oh nein. Oh mein Gott, wo bist du? Neben dir. Wir müssen mit diesem Scan... Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh, nee, da bist da du. Bin ich raus. Oh, bleib mal stehen, bitte bleib stehen. Das ist ein gutes Thumbnail. Gib mir einen Moment. Ich generiere dich kurz. Okay, ich sehe dich aber nicht. Ich laufe um dich rum. Ich verstehe gerade nur noch nicht, weil du irgendwie... Okay, du musst dich mal bewegen. Beweg dich mal ein bisschen. Ich sehe dich. Ja, beweg dich mal auf mich zu. Warte, ich scanne dich. Und dann bleib stehen, weil ich würde gerne... Echt, das wäre ein geiles Thumbnail, bitte. Oh mein Gott, nicht bewegen. Okay. Oh mein Gott, dann kurz die Cam aus, Moment. Okay. Oh, das ist sick. Das ist sick. Okay, Cam wieder an. Okay, okay, jetzt warte mal. Bitte verlass mich nicht. What the fuck? Ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir uns jetzt nicht verlieren. Was sind wir denn jetzt gelandet? Komm also mal her, komm mal auf, warte, die rote Linie. Warte, ich folge gerade den gelben Punkten von dir einfach. Du sollst auf die rote Linie. Ich sehe dich, hier bist du, ne? Ja. Okay, jetzt pass auf. Wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Hier vorne ist direkt ein Durchgang. Warte mal. Wenn du die Größe veränderst mit dem Mausrad, dann wird es stärker, was er herstellt. Weil es konzentrierter ist, weißt du? Das ist ja anders geil. Du kannst halt auch gedrückt halten die ganze Zeit. Ah, lol, da läufst du, ja. Ja, mach ich ja. Hin und wieder mach ich mal so einen kurzen. Bleib hier vorne an der Tür stehen. Ja. Also wir können jetzt nach links oder nach rechts gehen, der roten Linie folgend. Wie wär's mit links? Okay, dann gehe ich jetzt links. Hier sind aber 2 Stränge, ne? Ja, ich bin im rechten Strang. Mach schon langsam, ich scanne dich immer wieder, dass du noch vor mir bist. Was? Was? Bist du noch da? Mhm. Was war los? Nix. Wo bist du hin? Du hast gesagt, und dann bin ich stehen geblieben und jetzt bist du weg. Mhm. Weil vor mir
einfach jemand aufgetaucht ist. Ich kann jetzt am Ende dieser roten Linie was drücken. Ich drücke da jetzt, drücke Schaltfläche. Okay. Okay. CPU nimmt ab. Nee, doch nicht. Oh, wir haben ein ganzes 16 Kilobit Memory-System, Alter. Let's go. Ich hab dich komplett verloren, ne? Sag mal, wenn du mich siehst. Was ist passiert? Lebst du? Mir geht's gut, aber was war das? Du darfst nicht zu oft rechte Maustaste drücken. Oh, okay, good to know. Glaube ich, sonst, also ich hatte gerade irgendeinen Kollegen bei mir. Ah, das Memory-Ding, oh mein Gott, ich versteh's. Wenn du quasi was erzeugst, läuft dein Memory voll und wenn der voll ist, dann crasht es. Du darfst quasi wirklich nur minimal. Da vorne ist wieder irgendein... Okay. Oh, das ist cool. Hörst du mich? Wir haben uns hier, da bleib stehen, du. Bleib stehen. Ja, ja, ja. Du bist, warte, vor bei mir crasht es jetzt gleich. Ja. Ich lasse es jetzt immer crashen, damit ich... Alter. Hast du schon mal das Ende nicht von so einer Linie erreicht? Nee. Hey, er crasht aber gar nicht, Digga. Oh, jetzt. Okay, ich habe hier nochmal eine Schaltfläche. Ist gedrückt. Hier vorne steht so ein roter. Was ist ein roter? Wer steht da? Ein roter Typ. Ein roter Typ. Wie jetzt? Da steht so ein roter Typ. Nee. Pfeif mal. Hier. Wo hier? Ich bin neben dir. Warte, ich scanne dich. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo bist du? Weiter links? Hä, nee. Da, jetzt sehe ich dich. Okay, hey. Wir berühren uns. Es ist schön, dich zu berühren. Pass auf. Mein Memory ist voll. Ich glaube, auf dieser roten Linie... Ja. Kann dieser Dr. Oetker hier erscheinen? Ich sehe dich, warte. Beweg dich nicht zu schnell, sonst verliere ich dich. Hast du da eine rote Linie? Nein. Wo bist du hin? Geradeaus. Nimmt das Memory auch wieder ab? Mein Memory ist gleich voll. Das ist halt mega cool. Wenn du crasht, ich glaube, dann kommt dieser Kollege. Das ist ja mal geil. Ich crash jetzt gleich. Ja, same. Mein Speicher verändert sich auch die ganze Zeit gar nicht mehr. Vor allem, da steht CPU bei 36%. Bei mir 41. Oh, 78. Oh, oh. Meine CPU-Auslastung ist bei... Also Real Life bei 22. Mein PC glüht, ne? Das ist so... Ja, ich crash jetzt gleich. Mir. Warte, warte, bleib stehen. Warte, bleib stehen, darfst du nicht. Oh, hier ist ein Tunnel. Der Typ. Also was hast du jetzt gefunden? Diesen roten Dingern, wenn man lang genug gefolgt ist, haben die irgendwo geendet und man konnte quasi einfach einen Knopf drücken. Mhm. Und ja, einen Knopf drücken. Tag. Ja, und bitte verlass mich nicht, das ist unsere Aufgabe. Warum hast du gemacht? Da war wieder dieser rote Typ vor mir. Hä? Hast du den noch nicht einmal gesehen? Nein! Ich glaube, du bildest dir den ein. Ich mach den Stream an. Da ist eine rote Linie, ich hab eine rote Linie. Irgendwer läuft hier mit uns mit. Ich kann drücken. Ist gedrückt. Keine Ahnung, wo du bist. Hey, ich seh dich, du bist vor mir. Hier, der roten Linie folgen, das war die, die wir am Anfang gemacht haben, die zwei, die habe ich schon. Gab's noch andere rote Linien? Ja, eine noch. Oh mein Gott. Was? Hier ist so ein rotes Expulso, oh, Alter. Siehst du das? Ja, ich sehe es, da ist richtig Eskalation. Was ist das? Der Ausgang? Alter, hier ist... Ja, legit! Hier ist so eine rote Tür. Da sind Löcher am Boden, pass auf. Oh, da darfst du nicht rein. Ja. Vorsicht, du bist direkt vor mir, Alter. Übertreib mal nicht.
Alter, jetzt sind hier blaue Linien. Du wieder so ein roter Typ vor mir. Ja, als ob du diesen Typen noch nicht gesehen hast. Nein. Ja, dann kannst du mich auch mal, Alter. Hier sind jetzt auch so grüne Sachen. Ich find's zwar gut, wenn du neue Freunde machst. Du hast den noch nicht einmal gesehen? Ich hab hier richtige Häuser vor mir. Ja, Mann, ich hab hier auch krassen Shit, Alter. Oh mein Gott, wie schnell der Speicher voll ist. Ja, aber irgendwie passiert nichts, obwohl der voll ist. Hier ist eine Light. Irgendwas ist passiert, hier ist gerade eine Glühbirne explodiert. Oh mein Gott, hier sind noch mehr. Oh, ich bin tot. Was? Legit? Ich guck dir dann zu. Ja, Mann. Du bist komplett tot. Ja, ich guck dir gerade zu. Hä? Alter, bei dir piept's? Ja. Da geht's auch irgendwie nach oben. Ey, ich muss dem Fenster aufmachen. Sorry, Alter. Ich hab einen Knopf. What? Was ist das? Orangensaft. Ich hab legit Orangensaft gefunden. Alter, bei dir geht's ja richtig die Musik. Ja, hier ist richtig Party. Ja, dann gönn dir. Du hast diesen Typen nie gesehen? Nein! Das ist immer, wenn dein Dingens vollgelaufen ist. Wenn dein Speicher vollläuft, dann mit dem Scannen steht auf einmal jemand vor dir. Keine Ahnung. Nee. Das war richtig weird, als ob du das nicht gesehen hast. Nö. Ja, dann leck mich halt. Oh, es wird gerade kühler hier drin. Oh mein Gott, mein PC brennt. Sexuell oder reinigend? Weiß ich nicht, aber meine GPU und CPU sind beide bei 74 Grad. Das schon die ganze Zeit. Oh mein Gott. Technokarl. Da hängt Technokarl. Ein Stück von ihm zumindest. Das ist ein Körper, oder? Hast du immer noch diese Krizzle-Vision eigentlich? Ja, du nicht? Nee, ich sehe in schwarz-weiß, ich sehe Silhouetten von einem ganzen Gebäude dann da. Dann mach mal Stream an, das würde ich jetzt gerne sehen. Es tut mir natürlich jetzt leid für YouTube, das werdet ihr nicht sehen. Lol, okay, bei dir schaut das wirklich anders aus. Krass, das ist ja hilfreich. Ja, aber deswegen mache ich es auch direkt wieder weg. Das ist ja eklig. Da, ich fühle mich hier so wohl. Hey, bist du noch gar nicht gecrashed? Nein, ja doch, am Anfang einmal. Hey, und wie scannst du dann die ganze Zeit? Ja, meine CPU lasse ich einfach nicht überlaufen. Ansonsten crash ich gerade nicht, obwohl der Speicher voll ist. Okay, crazy. Siehst du, wenn ich scanne? Nein, ich sehe das alles nicht. Ich sehe nur das Silhouettenzeugs da. Okay. Orangensaft. Kann man sich doch mal geben. So, jetzt geht's mir wieder gut. La, 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 la. Aber was sollen wir jetzt machen eigentlich? Da, 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 hallo. Da, da. Ja. Ja, die blauen Linien. Hier, denen muss man folgen. Weiß ich sehe das sehen alles kannst. Nicht. Ja. Nee. Ich laufe gerade auf einer blauen Linie. Kannst die du führt das auch wieder machen? Achso, ja, klar. Danke dir. Der Encoder soll brennen. Oh, da ist was Rotes am Boden. Da ist Böses im Busch, hier ist eine Leiter. Pass auf wegen diesen Löchern, da bin ich gerade reingeflogen. Ja, das sind Löcher. Ach, dadurch bist du gestorben? Naja, weil da gab es noch mehrere Wege und da, ungefähr da bin ich abgenippelt. Ja, in etwa da. Das ist ja mal das geilste Feature überhaupt. Das ist schon sehr, sehr cool. In Five Nights at Freddy's gibt's sowas ähnlich. Red ruhig, aber da war was. Gibt es etwas, wo du komplett pass auf, Löcher vor dir, ja. Wo du nichts siehst, aber du hast so einen Herzschlagsensor quasi. Was ist denn jetzt los? Ah, das ist der Kollege wahrscheinlich. Mhm, da hinten steht er. Safe? Boah, ich würde da nicht hingehen, Alter. Die Tür... Musst du noch... Ja, musst du noch irgendwas... Rot, das sind die schlechten Türen wahrscheinlich. Und das ist die gute für den... Nee, legit, guck mal, da sind Bilder drauf von denen. Das sind drei Kreaturen, die wir wahrscheinlich freilassen dadurch. Oh, lol. Das heißt, du musst da noch echt viel machen, oder wie? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ist er da rausgekommen? Nee, der steht da drin. Ja, ne? Das ist Technokarl.
Warum machst du das? Ausprobieren. Für YouTube. Also musst du jetzt den Linien folgen und die anderen Türen alle aufmachen, oder wie ist das? Ja, I guess. Also uns fehlen noch die zwei, dann folge ich jetzt einfach der Linie hier. Sorry, dass du jetzt hier nur zugucken kannst, es tut mir leid. Ja, das ist cool, ja nicht schlimm. Man wirklich irgendwie wiederbeleben könnte, auch wenn man komplett tot ist. Ich habe zwei Abschnitte solo gemacht, jetzt kannst du einen solo machen. Das ist lieb. Dann ist es ja auch wieder ausgeglichen. Nicht ganz. Dann ist es toll. Da hat gerade eine Glühbirne kaputt gegangen. Da, das ist der rote Motherfucker. Ich hab ihn gesehen. Ja, cool. Freut mich. Vorsichtig. Scan erstmal, wo der steht. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung muss ich? Und nicht in das Loch da fallen. Naja, keine Ahnung. Naja, die wahrscheinlich. Ist halt kacke, das ist so dass alles cool. Wieder weg ist, ne? Ja. Aber es ist so cool. Nee, ich glaube. Nee, ich bin mir echt. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lauf falsch. Da hängen die. Düt. Hier endet die Linie einfach. Und hier geht's wieder weiter. Ja, den habe ich, oder? Nee. Jetzt habe ich wieder eingedrückt. Düt. Schönes Linie. Also, einen noch, oder wie ist es? Ich denke mal, wenn das jetzt nicht resettet wurde. Das ist ja mega. Läutet hier eine Kirche? Eine Glocke? Die Kirche läutet. Digga. Das ganze Gebäude wird mit einer Schwingung losgescheppert. Ich schwing dich auch gleich mal. Ja, besser nicht, Alter. Fall nicht ins Loch. Haben wir das gerade beide gehört? Ja. Schau mal vor, du drehst dich um und scannst und auf einmal ist da was. Ja, das ist lustig. Oh, Alter, das ist eher schon wieder, ne? Technokal.